Zwischen 1939 und 1945 bekämpften sich die am Zweiten Weltkrieg beteiligten Nationen in den Lufträumen über Europa und dem Pazifischen Ozean in einem tödlichen Wettkampf. Es ging um die Eroberung der Luftherrschaft. Nur wer sie innehatte, konnte auf den Sieg hoffen. Der Kampf in der Luft wurde zum einen von der Qualität des Flugzeuges und zum anderen von den Fähigkeiten und dem Mut des Piloten beeinflusst. Der Luftkrieg des Zweiten Weltkrieges hatte bereits Jahre zuvor auf den Reißbrettern der Flugzeugingenieure und Militärs begonnen. Ihre Visionen und Vorstellungen von den technischen Möglichkeiten wurden in Laboratorien, Versuchswerkstätten und von Testfliegern tausendfach durchgespielt. Sommer 1940. Das Deutsche Reich befindet sich in einer entscheidenden Phase des Krieges mit Großbritannien. Die politischen Spannungen zwischen Japan und den USA nehmen ständig zu. Die Ausweitung der Konflikte zum Weltkrieg steht bevor. Während des Ersten Weltkrieges entwickelte sich das Flugzeug vom reinen Aufklärer zum Kampfflugzeug. Seit den Tagen des ersten Aufeinandertreffens zweier Gegner in der Luft wurde es wichtig, wessen Flugzeug schneller steigen konnte, engere Kurven flog, eine größere Reichweite hatte und schwerer und genauere Bewaffnung mit sich führen konnte. Oft entschieden diese technischen Vorteile über Leben oder Tod der Piloten. 1918. Der Erste Weltkrieg ist beendet. Die meisten überlebenden Piloten werden ausgemustert. Die im aktiven Dienst verbleibenden werden wie Stiefkinder der Nation behandelt. Die Piloten, die das Fliegen aber wirklich lieben, versuchten mit akrobatischen Flugshows und allerlei sonstigen Einsätzen weiterhin die Fliegerei zu erhalten. Andere wiederum gehen zur zivilen Luftfahrt. Flugzeugrennen kommen zu dieser Zeit groß in Mode. Sie helfen sehr, die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Fliegerei weiter zu verbessern. Diese Rennen haben aber auch noch eine wichtige Bedeutung für die Flugzeuge. Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit werden immer wieder getestet und führen zu ständigen Verbesserungen. Das im Jahre 1919 eingeführte Schneider Trophy Luftrennen für Flugboote wird bald zum bedeutendsten Flugzeugrennen der Welt. 1929 gewinnt Großbritannien das Schneider-Rennen mit einem in Ganzmetallbauweise hergestellten Einsitzer, die Supermarine S6. Die Maschine wurde von R.J. Mitchell, dem Chefkonstrukteur der Supermarine-Werke in Southampton, entworfen. Sir Hugh Trenchard, Chef der Royal Air Force, versucht nun von der britischen Regierung finanzielle Unterstützung für Mitchell zu erhalten. 1930 erklärt jedoch das britische Parlament das Schneider Trophy Rennen zu einem sportlichen Ereignis, das nicht durch öffentliche Mittel unterstützt werden darf. Aber Mitchell hat Glück. Lady Fanny Houston, eine patriotische und gleichzeitig reiche Frau, unterstützt ihn mit 100.000 Pfund, und ermöglicht so die weitere Entwicklung seiner Projekte. Mitchells neueste Entwicklung, das Modell 1931, hatte elliptische Tragflächen, die den Luftwiderstand verringerten und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Maschine erhöhten. Mit 675 Kilometer Höchstgeschwindigkeit ist sie annähernd doppelt so schnell wie der modernste Jäger der Royal Air Force. 1933. Im Deutschen Reich übernimmt die nationalsozialistische Regierung unter der Führung Adolf Hitlers die politische Macht. Das britische Luftfahrtministerium vermutete unter dem Deckmantel der Lufthansa den geheimen Aufbau einer Luftwaffe im Deutschen Reich. Als Hermann Göring, der Jagdflieger des Ersten Weltkrieges, dann auch noch zum Chef des neuen zivilen Luftfahrtministeriums ernannt wurde, befürchteten die Briten, dass die deutsche Luftfahrtindustrie alsbald in Bewegung kommen würde. In den Bayerwerken organisiert der geniale Professor Willi Messerschmidt die Entwicklung. Professor Kurt Tank zieht bei Focke-Wulf ein Expertenteam zusammen und beginnt mit Entwurfsarbeiten. Das britische Luftfahrtministerium erteilt aufgrund dieser Entwicklung nun den Hawker-Werken den Auftrag, einen neuen schnellen Jagdeindecker zu konstruieren. Mitchells Flugzeug, das Modell 1931, wird von der Royal Air Force als alternative Entwicklung zu den Hawker-Konstruktionen nun ebenfalls gefördert. Mitchell beginnt sofort mit der Arbeit. Er ersetzt die Schwimmkufen seiner Maschine durch ein einziehbares Fahrwerk. Er verfeinert den Rumpf, verschließt das Cockpit und verändert leicht die Tragflächen. Sowohl die Flugzeugkonstruktionen von Hawker wie auch die von Supermarine benötigen jedoch unbedingt neue, stärkere Motoren. Sir Henry Royce liefert daraufhin bis Mitte 1934 den neuen Rolls-Royce 1200 Merlin Flugzeugmotor. Im Sommer desselben Jahres ordnet nun Göring bei Professor Messerschmidt den Bau eines einsitzigen Abfangjägers mit dem stärksten verfügbaren Motor an. Professor Messerschmidt baut daraufhin den Rolls-Royce Kestrel Motor in seine Maschine ein. Zur Zeit der Olympischen Spiele im Oktober 1936 in Berlin wird dann der neue deutsche Jäger vorgestellt. Die ganze Welt staunt über Professor Messerschmidts neuen Entwurf. Es ist die Geburtsstunde der legendären Me 109. Bereits 2 Wochen später stellte die Royal Air Force die Hawker Hurricane, ihren neuen Jäger, vor. Im Frühjahr 1937 startete dann aus Hampshire auch die neue Konstruktion Mitchells von Supermarine, die Spitfire. Beide Maschinen waren mit dem neuen Merlin-Motor ausgerüstet. In Erwartung einer baldigen Auftragsvergabe zugunsten der Hurricane begannen die Hawker-Werke bereits vorab mit der Massenproduktion. Kurze Zeit später bestellt dann die britische Regierung insgesamt 600 Hurricanes. Gleichzeitig werden auch bei Supermarine 310 Spitfire geordert. Die Messerschmitt-Werke in Regensburg begannen nun ebenfalls mit der Massenproduktion der Me 109. Der Wettlauf zwischen den deutschen und britischen Jagdflugzeugen hatte damit endgültig begonnen. Im Sommer 1937 befiehlt der zwischenzeitlich zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe avisierte Hermann Göring die Teilnahme des neuen Jägers am internationalen Fliegertreffen in Zürich. Die Me 109 gewinnt sowohl den Geschwindigkeits- wie auch den Steig- und Sturzflugwettkampf. Die neue deutsche Jagdluftwaffe hatte sich damit mit einem Paukenschlag im Kreis der großen Nationen eindrucksvoll zurückgemeldet. Die britische Flugzeugfirma Supermarine beginnt nun damit, die Spitfire weiter zu verbessern. Auch die Hawker-Werke reagieren und bauen in die Hurricane einen neuen Motor ein. Die Me 109 hat aber trotzdem 2 entscheidende Vorteile. Zum einen arbeitet der Motor mit direkter Benzineinspritzung, und zum anderen können im Gegensatz zur Spitfire die Propellerblätter zur besseren Ausnutzung der Motorleistung verstellt werden. September 1. 1939. Die deutsche Luftwaffe greift polnisches Territorium an und führt damit zum ersten Mal in der Luftkriegsgeschichte den Erstschlag. Durch einen ausschließlich nach taktischen Gesichtspunkten ausgerichteten Angriffsplan gelingt es der Luftwaffe, alle wichtigen militärischen Punkte der Polen zu zerstören. Ihre Flugzeuge werden noch vor dem Start am Boden überrascht und nahezu vollkommen vernichtet. Mit dem Beginn der Kampfhandlungen im Norden und Westen Europas kommt es auch zur Konfrontation zwischen den Jägern. Im Luftkampf über Frankreich werden die Schwächen der britischen Spitfire und Hurricane offenbar. Über die Hälfte aller Jagdflugzeuge der Royal Air Force gehen hier größtenteils im Luftkampf mit deutschen Me 109 verloren. 16. Juli 1940. Der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler befiehlt die Vorbereitungen zum Unternehmen Seelöwe. Vor der Anlandung der Truppen musste aber erst die Luftherrschaft über Südengland errungen werden. Erst dann konnte die Invasion mit Aussicht auf Erfolg beginnen. Die Me 109 hatte sich bei den vorangegangenen Kämpfen der Spitfire und Hurricane eindeutig überlegen erwiesen. Der britische Nachrichtendienst schätzte außerdem die Überlegenheit der Luftwaffe in etwa 4:1. Den deutschen Piloten stand nicht nur ein besseres Jagdflugzeug zur Verfügung, sie waren besser ausgebildet und kampferprobter. Sie flogen, kämpften und siegten bereits im Spanischen Bürgerkrieg und im Polenfeldzug. Robert Watson-Watt, ein Meteorologe, hatte ein Funkmessfrühwarnsystem, auch Radar genannt, entwickelt. Bis Mitte 1940 wurde von den Inseln im Ärmelkanal bis hinauf zur Nordseeküste eine Kette solcher Radaranlagen aufgestellt. Damit konnten die Briten jedes anfliegende Flugzeug auf eine Entfernung von 160 Kilometern orten. Ihre Jäger mussten jetzt nicht mehr den eigenen Luftraum überwachen, sie konnten bis zum letzten Augenblick auf dem Boden bleiben und ihren Treibstoff für den Kampf aufsparen. Im Sommer 1940 hatte die deutsche Luftwaffe ungefähr 3500 Kampf- und Jagdflugzeuge an der Kanalküste weiträumig zusammengezogen. Großbritannien hatte zwar tausende neue Jäger im Bau, aber zu dieser Zeit nur 700 verfügbare einsatzklare Hurricane und Spitfire. In der Nacht des 5. Juni 1940 greifen 30 deutsche Bomber einige Flugplätze der Royal Air Force in Küstennähe an. Die Briten vermuten darin den Auftakt der Luftoffensive. Aber Adolf Hitler, der immer noch auf eine Friedensmöglichkeit mit England hofft, will keine zu tiefen Gräben zwischen Deutschen und Briten durch einen massiven Luftkrieg auslösen und wartet ab. Dieser Zeitgewinn ermöglichte den Briten die Verbesserung der Luftabwehr und die Erhöhung ihres einsatzbereiten Jägerpotenziales. Um den technischen Rückstand gegenüber der Me 109 aufholen zu können, wurde in eine Spitfire ein Propeller mit verstellbaren Blättern eingebaut. Die Resultate waren erstaunlich. Die Maschine hob schneller ab, die Dienstgipfelhöhe konnte um ca. 2000 Meter gesteigert werden. In großer Höhe konnte die Spitfire nun besser manövrieren und ihre Steigfähigkeit wurde dadurch ebenfalls verbessert. Ohne die Zustimmung des Luftfahrtministeriums abzuwarten, ordnete Sir Hugh Dowding, der Chef der britischen Jäger, nun den Umbau aller in Dienst befindlichen Jagdflugzeuge an. Am 13. August 1940. Das deutsche Oberkommando nannte diesen Termin Adlertag. Es war der Beginn der Luftkriegsoffensive gegen England. Der taktische Auftrag der Luftwaffe lautete, die britischen Jäger auf ihren Flugplätzen überraschend anzugreifen und möglichst am Boden zu zerstören. Des Weiteren sollten Radar- und Industrieanlagen bekämpft werden. Die Me 109 sollte dabei die britischen Hurricane und Spitfire in Luftkämpfe verwickeln und so den Weg für die Bomber und Stukas freihalten. Die Briten ihrerseits griffen aber nur die Kampfflugzeuge an, ohne sich mit den überlegenen Me 109 einzulassen. Am 15. August um 11 Uhr erfassen die britischen Radarstationen einen anfliegenden deutschen Kampfverband über dem Ärmelkanal. Nur 30 Minuten später überqueren Stukas in Begleitung von Me 109 die Küste von Dover. Gleichzeitig dringen aus der deutschen Bucht kommend 3 große Verbände deutscher Kampfflugzeuge in den britischen Luftraum ein. Aus dem Gebiet der dänischen Inseln kommt zusätzlich ein Verband Ju 88 ohne Begleitschutz. Dies war der Beginn der Luftschlacht um England. Die Junkers Ju 88 war eine Weiterentwicklung der Ju 87, des Stuka. Der Mittelstreckenbomber mit der Geschwindigkeit eines Jagdflugzeuges bildete das Rückgrat der deutschen Kampfflugzeuge. Die an sich geniale Ju 88 hatte aber leider keine Heckverteidigung, das heißt, sie konnte sich gegen Angriffe von hinten nicht wehren. Das machte der Maschine im Kampf mit schnellen Jägern schwer zu schaffen und gefährdete die Ju 88 bei Einsätzen ohne eigenen Begleitschutz. Bei Luftkämpfen in großer Höhe setzten häufig die Vergasermotoren der Spitfire und Hurricane aus. Die Einspritzmotoren der Me 109 hingegen nicht. Dies bescherte den deutschen Jägern einen enormen Vorteil. In den meisten Luftkämpfen blieben sie deshalb Sieger. Die Me 109 standen aufgrund ihrer geringen Reichweite immer vor der Alternative, entweder bei den eigenen Bombern als Schutz zu bleiben oder sich auf den Luftkampf mit den Briten einzulassen. Beides konnten sie nicht. Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, beging nun einen schweren taktischen Fehler. Er ordnete an, dass die Jäger bei den tieffliegenden Bombern bleiben müssen. Dadurch verloren die Me 109 ihren entscheidenden Höhenvorteil gegenüber den britischen Jägern. Ein technisches Problem der 109 war ihr Fahrwerk. Die Maschine hatte nicht nur die Tendenz, beim Start auf die Nase zu fallen, sie war auch schwierig beim Landeanflug zu manövrieren. In den ersten beiden Kriegsjahren gingen allein 1500 Me 109 bei Start und Landung zu Bruch. Während der Luftschlacht um England hatte die Royal Air Force einen entscheidenden Vorteil. Abgeschossene Piloten gingen sofort wieder in die Stützpunkte und erhielten ein neues Flugzeug. Die deutschen Flieger hingegen konnten nicht ersetzt werden. Sie gingen in Kriegsgefangenschaft. Außerdem verfügten die Briten über zwei unterschiedliche Jägertypen. Die relativ einfach zu fliegende Hurricane diente zunächst zum Anlernen neuer Piloten. Später wurde dann auf die bessere, aber auch schwieriger zu fliegende Spitfire umgestiegen. Durch die unsinnige Anordnung von Göring konnten die Me 109 ihre überlegenen Fähigkeiten nicht ausnutzen. Den britischen Jägern gelang es daher, die deutschen Bomber von ihren militärischen Zielen abzudrängen. Danach beging die deutsche Führung ihren nächsten, noch schwereren Fehler. Die Bomber wurden nun gegen London und andere englische Städte eingesetzt. Diese aus militärischer Sicht völlig sinnlosen Angriffe führten nicht nur zu hohen, auszehrenden Verlusten, sie stärkten auch noch den Durchhaltewillen der englischen Zivilbevölkerung. Am 17. September 1940 wurde von Adolf Hitler die Operation Seelöwe aufgrund zu hoher Verluste auf einen unbestimmten Termin verschoben. Nach der dreimonatigen Schlacht hatte die Luftwaffe 1733 und die Royal Air Force 915 Maschinen verloren. Acht Monate später, am 10. Mai 1941, greift die Luftwaffe zum letzten Mal London mit 507 Bombern an. Dieser Angriff ist bereits ein Ablenkungsmanöver für den bevorstehenden deutschen Präventivschlag gegen die Sowjetunion und dient nicht mehr den Vorbereitungen zu einer deutschen Invasion an der Südküste Englands. Die meisten der beteiligten Maschinen werden bereits kurz nach dem Angriff in ihre Bereitstellungsräume an der Ostfront verlegt. Der Blitz über London, so wurde dieser letzte Angriff genannt, hat keine militärische, sondern nur eine rein taktische Grundlage. (1941) Die Interessenskonflikte zwischen den USA und Japan erreichen eine bedrohliche Dimension. Hawaii, 7. Dezember 1941. In den Morgenstunden beginnt der japanische Angriff gegen Pearl Harbor. Für die Stützpunktbesatzung kommt der Angriff vollkommen überraschend. Der amerikanische Präsident Roosevelt hingegen war über den bevorstehenden Angriff bereits am 4. Dezember durch Churchill informiert worden, hatte es aber unterlassen, Pearl Harbor über das Auslaufen der japanischen Trägerflotte zu unterrichten. Der japanische Angriff brachte nicht den gewünschten Erfolg. Weder die wichtigen Reparaturwerkstätten, noch die großen Trockendocks, noch die Öltanks mit 535 Millionen Liter Treiböl konnten von den japanischen Kampfflugzeugen vernichtet werden. Insgesamt war Pearl Harbor für die Japaner mehr ein Fehlschlag als ein Sieg. In den ersten Wochen des Krieges überrannten die japanischen Streitkräfte alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Ihre Armeen waren kampferprobt, ihre Flotte stark und ihre Luftwaffe hatte ein exzellentes Jagdflugzeug, den legendären Mitsubishi A6M, auch Zero-Jäger genannt. 4 Jahre zuvor, bereits 1937, als die japanischen Bomber immer tiefer in China eindrangen, verlangte die kaiserlich-japanische Marine einen neuen Langstreckenbegleitjäger. Die Mitsubishi A6M Zero wurde aus einer neuen leichten Aluminiumlegierung gebaut. Die Leistungen des neuen Jägers waren so überzeugend, dass die Marine gleich große Stückzahlen der Zero anforderte. Der neue Jäger war ein technisches Wunderwerk. Er war als erstes Trägerflugzeug auch den landgestützten Jagdflugzeugen aller anderen Nationen überlegen. Das Gegenstück zur Zero in der US Navy war die Grumman F4F Wildcat. Der Konstrukteur hatte beim Bau des Flugzeuges großen Wert auf die Sicherheit des Piloten gelegt. Dementsprechend war die Wildcat schwer gepanzert, langsamer und in ihren Flugmanövern schwerfälliger als die Zero. Der Mitsubishi-Jäger hingegen entpuppte sich als tödliche Falle für den Piloten, wenn die Maschine erst einmal getroffen war. Die Zero hatte zugunsten einer maximalen Reichweite und einer höchstmöglichen Geschwindigkeit weder eine Panzerung noch wurden die Benzintanks ausreichend gegen Feindbeschuss gesichert. Die militärisch einfältige Denkweise der japanischen Führung hatte den Wert eines gut ausgebildeten und erfahrenen Piloten vollkommen außer Acht gelassen. Eine Vorgehensweise, die sich im weiteren Verlauf des Krieges noch bitter rächen sollte. Im Frühjahr 1942 gelang es den Amerikanern, eine fast unbeschädigte notgelandete Zero in die Hände zu bekommen. Der japanische Jäger wurde zu Grumman Aircraft in die USA transportiert und dort eingehend untersucht. Die Auswertung dieser Erkenntnisse beeinflusste dann das Profil für einen neuen US-Jäger, die Grumman F6F Hellcat. Die erste serienmäßige Hellcat flog am 4. Oktober 1942. Lieutenant Commander John Thatch bestand noch vor dem ersten Flug auf einer verbesserten Steigfähigkeit und höheren Endgeschwindigkeit der Maschine. Die Hellcat erhielt daraufhin einen 2000 PS starken Motor, um die neuen Vorgaben realisieren zu können. Die Höchstgeschwindigkeit lag nun bei 612 Kilometer in 7130 Metern Höhe. Ihre relativ schwere Bewaffnung mit 6 12,7 mm MGs in den Tragflächen verliehen ihr eine gewaltige Feuerkraft. Obwohl die Hellcat im Vergleich zur Zero natürlich immer noch schwerfällig war, konnte sie aber diesen Nachteil durch ihre starke Bewaffnung mehr als wettmachen. Die Amerikaner hatten im Gegensatz zu den Japanern clever reagiert und sich auf die erkannten Schwachstellen der Zero eingestellt. Juni 1944. Die 5. US-Flotte unter dem Kommando von Admiral Raymond Spruance trifft in der Philippinensee auf die japanische Flotte unter dem Befehl von Admiral Toyoda. Die bevorstehende Schlacht wird eine der letzten Kraftakte des japanischen Kaiserreiches sein, um die immer übermächtiger werdenden Amerikaner aufzuhalten. Es stehen sich 9 japanische und 15 amerikanische Flugzeugträger gegenüber. Auf den japanischen Einheiten befanden sich insgesamt 473 Maschinen. Der größte Teil bestand aus Zero-Jägern. Die US-Flugzeugträger verfügten über 956 Flugzeuge, davon allein 475 Jäger. Am frühen Morgen des 19. Juni 1944 starteten 372 Maschinen von den japanischen Trägern. Die Amerikaner hatten ebenfalls ihre Hellcats aufsteigen lassen, um die anfliegenden Japaner abzufangen. Es entbrannten nun wilde Luftkämpfe mit großen Verlusten. Am 21. Juni, 2 Tage später, gab Admiral Toyoda den Rückmarschbefehl. Die Schlacht in der Philippinensee war für die Japaner zu einer totalen Niederlage geworden. Nur 100 ihrer Flugzeuge hatten das Inferno überlebt. 3 ihrer Flugzeugträger waren gesunken. Im Jahr 1943 beginnt die 8. US-Luftflotte von England aus Bombenangriffe gegen deutsche Städte durchzuführen. Das Rückgrat dieser Bomberverbände bildet die B-17, auch fliegende Festung genannt. Da zu dieser Zeit noch keine geeigneten Langstreckenbegleitjäger als Schutz für die Bomber zur Verfügung standen, wurden die B-17 schwer bewaffnet. Sie sollten allein über dem Feindgebiet den Kampf mit den deutschen Jägern bestehen können. 13 schwere MGs, Kaliber 12,7 mm, in Zwillingstürmen und auch einzeln in Gefechtsständen montiert, führten zu dem Namen Fliegende Festung. Nach 280 Kilometern Flugstrecke mussten die als Begleitschutz mitfliegenden Spitfire umkehren. Nach 360 Kilometern waren die P-47 Thunderbolt-Jäger an der Reihe. Kurze Zeit später erschienen dann die deutschen Jäger und kämpften gegen die fliegenden Festungen. Seit 1942 verfügte die deutsche Luftwaffe über einen neuen revolutionären Jäger, die Focke-Wulf 190. Die von Professor Kurt Tank entworfene Maschine ist einfach gebaut, leicht, aber trotzdem gut gepanzert und schön proportioniert. Die Tragflächen konnten Druckkräfte aushalten, bei denen andere Flugzeuge auseinandergebrochen wären. Ihre Höchstgeschwindigkeit von 685 Kilometern ermöglichte der 190 sowohl der Spitfire wie auch der Thunderbolt einfach davon zu fliegen. Um ein Mittel zur Bekämpfung der neuen Focke-Wulf 190 zu bekommen, glaubte die Royal Air Force auf eine bereits im Jahre 1940 gebaute Maschine, die Hawker Typhoon, zurückgreifen zu können. Obwohl das Flugwerk strukturelle Probleme aufwies, wurden insgesamt 3.330 Maschinen in Dienst gestellt. Die Typhoon war in ihrer Rolle als Abfangjäger eine herbe Enttäuschung. Den hohen Anforderungen des Luftkampfes konnte sie nicht annähernd gerecht werden. Sie wurde deshalb zum Jagdbomber umfunktioniert. Die Royal Air Force verlor durch diese Maschine viele gute Jagdpiloten. Einem Vergleich mit der 190 konnte sie nicht einmal im Ansatz gerecht werden. Viele Typhoons stürzten ohne Feindeinwirkung ab. . 17. August 1943. 147 B-17 der 8. US-Luftflotte warten auf ihren Startbefehl zum Feinflug. Ihr Ziel sind die Messerschmitt-Werke in Regensburg. Weitere 230 Maschinen stehen auf einem anderen Flugfeld ebenfalls zum Start bereit. Ihr Ziel wird die Kugellagerfabrik in Schweinfurt sein. Der Erfolg dieser Mission hängt nach Ansicht ihrer Planer vom gleichzeitigen Eintreffen beider Gruppen über ihren jeweiligen Zielen ab. Sowohl Regensburg wie auch Schweinfurt gelten als kriegswichtige Produktionsstätten des Deutschen Reiches. Der dichte englische Nebel verhindert jedoch einen planmäßigen Start. Am späten Morgen kann dann aber doch die Regensburg-Gruppe abheben, während die Schweinfurt-Gruppe erst starten kann, als die anderen Bomber bereits ihr Zielgebiet hinter sich gelassen haben. Bereits beim Überfliegen der dänischen Küste werden die Bomber von der deutschen Flugleitung frühzeitig erkannt. Sofort starten daraufhin Focke-Wulf 190, um den anfliegenden Bomberverband rechtzeitig abzufangen. Über Belgien müssen dann die Begleitjäger vom Typ Thunderbolt wegen Spritmangel abdrehen. Nun kommen die deutschen Jäger und stürzen sich auf die einfliegenden Feindbomber und lichten ihre Reihen. Bomber um Bomber geht brennend in die Tiefe. Um 11:50 Uhr befinden sich die durchgekommenen fliegenden Festungen dann endlich über Regensburg und öffnen ihre Bombenschächte, um die todbringende Last über der Stadt abzuladen. Während die Überreste der Regensburg-Gruppe Richtung Nordafrika abdrehen, bereiten sich die erfolgreichen deutschen Jäger in Windeseile auf ihren nächsten Einsatz vor. Die Maschinen werden aufgetankt und aufmunitioniert. Die deutschen Jäger hetzen nun die B-17 der Schweinfurt-Gruppe bis zu deren Ziel und zurück. Von den insgesamt 375 eingesetzten fliegenden Festungen wurden 60 Bomber abgeschossen. Weitere 100 wurden schwer beschädigt. Etliche gingen bei der Landung zu Bruch. Als die 8. US-Luftflotte dann 2 Monate später einen weiteren Angriff gegen Schweinfurt flog, kehrten 20% der eingesetzten Maschinen nicht mehr zurück. Die Luftschlacht um Deutschland war voll entbrannt. Die deutschen Jäger hatten den alliierten Bombern das Fürchten gelehrt. Noch waren sie die Herren über ihrem eigenen Land. Im Jahr 1939 wollte Großbritannien eine große Anzahl von amerikanischen Curtiss Wright P-40 Warhawk-Jägern erwerben. Durch die Lieferungen an die US-Luftwaffe und der zeitgleichen Entwicklung eines neuen Modells konnten die Curtiss-Werke dieser Bestellung aber nicht entsprechen. Die P-40 war zu dieser Zeit der Standardjäger der US Air Force. North American Aviation bot daraufhin den Briten die Entwicklung und den Bau eines vollkommen neuen Jägers innerhalb von nur 102 Tagen als Ersatz an. Edgar Schmuth, der 6 Jahre vorher sowohl bei Messerschmitt wie auch bei Focke-Wulf in Deutschland gearbeitet hatte, entwarf den neuen Jäger. Am 14. August 1940, genau 102 Tage nach Abschluss des Vertrages mit den Briten, rollte der neue Prototyp mit der Bezeichnung NA-73 aus der Werkshalle. 2 Monate später findet dann der Erstflug der neuen Jagdmaschine statt. In mittleren Höhen erreicht das Flugzeug 664 Kilometer Höchstgeschwindigkeit und lässt sich dabei sehr leicht manövrieren. In größeren Höhen jedoch verliert der Allison-Motor so viel an Leistung, dass die neue Maschine der deutschen Me 109 deutlich unterlegen wäre. Die Briten kauften den Jäger trotzdem, setzen ihn aber zunächst nur als Fotoaufklärer und Sturzkampfbomber ein. Das neue Jagdflugzeug trägt zu dieser Zeit noch mehrere Namen. Das US Army Air Corps nennt die Maschine Apache. North American Aviation bezeichnet sie als P-51 und die Briten nennen den Jäger Mustang. Roland Harker, ein Testpilot von Rolls-Royce, fliegt im April 1942 einen Mustang. Er schlägt daraufhin vor, den Allison gegen einen Rolls-Royce Merlin-Motor auszutauschen. Das britische Luftfahrtministerium befürwortet diesen Test. Ein Mustang wird nun für diesen Zweck umgebaut. Die Ergebnisse waren überwältigend. Die nun als Mustang P-51B bezeichnete Maschine erreicht in großer Höhe eine Höchstgeschwindigkeit von 703 Kilometern. Der Spritverbrauch ist wesentlich günstiger als vorher. Die Mustang kann nun mit Zusatztanks ausgerüstet die amerikanischen Langstreckenbomber auf ihrem gesamten Flug begleiten. Am 1. Dezember 1943 werden die ersten Merlin Mustangs an die 8. US-Luftflotte ausgeliefert. Don Blakesley, Kommandant der 4. Jagdgruppe, will die neuen P-51 auch sofort einsetzen. Er verspricht, dass seine Piloten schon innerhalb von 24 Stunden die Maschine beherrschen können. Die erste Mission führt die 4. Jagdgruppe auf einen 400 Kilometer langen Begleitflug nach Kiel. Durch die guten Flugeigenschaften der Mustang lernen die Piloten innerhalb von nur 40 Minuten die Maschinen zu beherrschen. Die P-51 fliegen ihren ersten Einsatz bereits Wochen vor dem geplanten Termin. Im März 1944 begleiten Mustangjäger erstmals amerikanische Bomber bis über die Reichshauptstadt Berlin und zurück. Mit dem Erscheinen der P-51 hatten die Alliierten endlich den so lang erhofften fähigen Langstreckenbegleitjäger. Nun konnten sie zum Leidwesen der Deutschen endlich ihre Bomberflotten gegen feindliche Jäger wirkungsvoll schützen. Der ursprüngliche Einsatzplan der Mustangs wurde alsbald geändert. Die Jäger begleiteten die Bomber nicht nur bis zum Ziel, sie erhielten sogar über dem Operationsgebiet die Order zur freien Jagd. Die schnellen Jäger stürzten sich nun auf alles, was sich am Boden bewegte. Fabrikhallen, Eisenbahnzüge und alle Art von Fahrzeugen wurden beschossen. Mit ihren Bordwaffen begannen viele Mustangs auch damit, die Jagd auf Zivilpersonen zu eröffnen. Dieses verbrecherische Verhalten der US-Piloten ist nicht mit dem Jagdfliegerkodex vereinbar und liegt wie ein schwarzer Schleier über dem so wunderbar fliegenden Jäger. Die alliierten Langstreckenbomber begannen nun damit, unter dem Schutz der Mustangs eine deutsche Stadt nach der anderen in Schutt und Asche zu legen. Vor Beginn der alliierten Invasion in der Normandie griffen P-51 in großen Scharen deutsche Flugplätze an und zerstörten dabei immer wieder Teile der Luftwaffe. Als Fliegerass bezeichneten die Amerikaner einen Jägerpiloten, der 5 Abschüsse erzielt hatte. Bei der deutschen Luftwaffe hingegen wurde man erst nach 100 Abschüssen zum Fliegerass ernannt. Wenn man die Anzahl aller eingesetzten deutschen Maschinen und Piloten gegenüberstellt, ergibt sich, dass selbst der schlechteste deutsche Jagdflieger 5,6 Feindmaschinen abgeschossen hat. Würde man die amerikanische Berechnung auf die deutschen Jagdflieger übertragen, gäbe es dort nur Fliegerasse. Die Me 162 beendet im Juli 1944 abrupt die technische Vorherrschaft der Mustang. Ihre Geschwindigkeit von 870 Kilometern ließ den neuen Düsenjäger wie einen Pfeil über den Himmel schießen. Wieder hatten die Deutschen den technischen Wettlauf klar für sich entschieden und waren dem Gegner diesmal weit davongezogen. Das nahende Kriegsende und die zu geringen Stückzahlen dieses neuen deutschen Jägers konnten jedoch keine Wende mehr im Luftkrieg zugunsten der Deutschen bewirken. Der akute Treibstoffmangel, unter dem die Luftwaffe ab Januar 1945 zu leiden hatte, machte Starts oft unmöglich. Viele Maschinen wurden daher am Boden das Opfer feindlicher Tieffliegerangriffe. Im Frühjahr 1945 konnte die Luftwaffe den hoffnungslos an Zahl überlegenen Gegner nichts mehr entgegensetzen. Am 8. Mai 1945 musste die deutsche Armee vor der Übermacht der alliierten Streitkräfte kapitulieren. Der Zweite Weltkrieg brachte einen ungeheuren technologischen Fortschritt für alle am Krieg beteiligten Nationen. Das Flugzeug hatte auf allen Kriegsschauplätzen den Kampf letztendlich entschieden. Wer die Luftherrschaft innehatte und sie auch behalten konnte, gehörte am Schluss des Krieges zu den Siegern. Während die Flugzeuge den Ersten Weltkrieg nur beeinflussten, wurde der Zweite Weltkrieg durch sie entschieden. Die japanische Zero, die britische Spitfire, die amerikanische Mustang und die deutsche Me 109 prägten diese Zeit und diesen hoffentlich letzten großen Krieg.